Die Titanic galt als das Symbol für den Fortschrittsglauben des angehenden 20. Jahrhunderts. Doch die Unsinkbare, das größte Passagierschiff der Welt, Inbegriff menschlicher Hybris, sank noch auf der Jungfernfahrt. Unter Volldampf mit einem Eisberg kollidiert, endete der Stolz der White Star Line-Reederei binnen 2,5 Stunden auf dem Grund des eiskalten Atlantiks und riss dabei 1.496 Menschen in den Tod. Unter den Passagieren waren auch Schweizer Reisende. Die Zahlen variieren zwischen 11 und 24 Personen. Die Schweizer, die gab es in allen drei Klassen und auch bei der Mannschaft gab es Schweizer. Es gab allerdings einige Besatzungsmitglieder, die wohnten bereits seit einigen Jahren in England, wohnten also nicht mehr in der Schweiz, und je nachdem, ob man die zählt oder nicht. Auch haben einige Ausländer zum Teil bereits seit vielen Jahren in der Schweiz gewohnt, ihre Reise hier angetreten, waren aber nicht Schweizer Bürger. Richard Williams war der in Genf geborene Sohn amerikanischer Eltern. Im April 1912 verließ der begnadete Tennisspieler Europa als Passagier der ersten Klasse. Williams überlebte 6 Stunden im eiskalten Wasser. Er konnte sich auf ein gekentertes Rettungsboot flüchten. Ein Arzt riet Williams zur Not-OP. Er solle sich seine erfrorenen Beine amputieren lassen. Williams widersetzte sich und gewann bereits 1914, 2 Jahre nach dem Unglück, vollkommen genesen die amerikanische Tennismeisterschaft. Ebenfalls an Bord des Unglücksschiffes der Basler Dr. Max Stächel in Mägling, Direktor der Schweizer Treuhandgesellschaft, samt seinem Kollegen vom Schweizer Bankenverein Alfons Simonius. Das Gespann auf Geschäftsreise unterwegs sollte die Schweizer Stickereifirma Arnold B. Heine und Co. mit Subventionen retten und musste schließlich selbst gerettet werden. Jahre später verfasste der Schweizer Banker seine Erinnerungen. Max Schächelin war gerade dabei, sich in seiner Kabine auszuziehen, als er dieses dumpfe Grollen, wie er es beschrieb, wahrgenommen hat durch die Kollision mit dem Eisberg, hat sich wieder angezogen, ging an Deck und traf dort auf seinen Mitreisenden Alfons Simonius. Gemeinsam sind sie zum Bug gegangen, haben dort dann die Eismassen entdeckt, die vorne auf dem Welldeck zu liegen kamen nach der Kollision mit dem Eisberg, holten daraufhin ihre Dokumente aus der Kabine, die wichtigsten, und sind etwa 1 Stunde 10 Minuten nach der Kollision beim Rettungsboot 3 eingestiegen, weil dort am wenigsten Leute waren. Sie haben die ganze Nacht gerudert, geholfen der Crew, wurden dann gerettet von der Carpathia und haben dort dann auch weitere Schweizer wieder getroffen an Bord und auch einem Gedenkgottesdienst teilgenommen, welcher sie sehr stark beeindruckt hat. Neben den Passagieren befanden sich auch unter der 891-köpfigen Besatzung der Titanic Schweizer Staatsbürger. Im noblen à la carte Restaurant waren Kellner aus dem Tessin und dem Puschlav beschäftigt. Für das Speiseeis an Bord zeigte sich ein Luzerner Patisseur verantwortlich. 8 der 11 an Bord angestellten Schweizer verloren beim Untergang des Stahlkolosses ihr Leben. Von insgesamt 24 Schweizern an Bord überlebten das Unglück damit insgesamt 12 Personen. Symptomatisch für diese Zeit: in der ersten Klasse gab es nur einen einzigen helvetischen Todesfall. In der dritten Klasse kamen von insgesamt 9 Schweizern 6 ums Leben.